Ich hab's noch gar nicht gezockt. So, jetzt bin ich echt gespannt. Gerade weil ich einfach so Story verwöhnt bin von The Last of Us. The Last of Us war das beste Story-Game, was ich jemals gezockt habe, Digga. Kusawasch findet The Last of Us scheiße. Was? Jo, Digga. Sag mal. Ich hoffe, das ist jetzt hier eine Verwechslung oder sowas. Wir haben gerade Leute in den Livestream-Chat geschrieben, dass du The Last of Us scheiße findest. Ich hoffe, die habe ich angelogen, Digga. So ein Ding ist das. Also, ich gebe dem Spiel jetzt noch maximal 20 Sekunden. Wenn da nicht irgendwas passiert, deinstalliere ich die Scheiße. Ich habe gehofft, dass das Spiel sich aufgehangen hat gerade. Weil ich dachte mir, das kann doch nicht sein, dass das Spiel wirklich so lange braucht. Melodie? Wichtig? Stellen wir uns einmal vor, es wäre jetzt diese Melodie gekommen. Bin ich gespannt. Sanitätszelte, eine Lazaretteinheit. Ich bin nur ein Doktorand, okay? Ich wurde einfach eingeteilt. Ich sollte nicht mal hier draußen sein. Oh, Ryan. Okay. Scheiße. Ich habe nur für zwei Leute Platz, okay? Zwei. Was soll das heißen, nur wir für sind zwei? Zu schwer, okay? Ich kann nur zwei von euch mitnehmen. Zwei. Okay. Na los, helfen Sie. Na los. Na komm, Sisse. Okay. Alles wird wieder gut. Ich hab sie. Hey, ich bin sofort zurück. Okay, Boozer, los jetzt. Wir müssen warte, zu diesem... Warte. Wir müssen zu diesem Heli. Ich hab's gehört. Es ist nur Platz für zwei in dem Heli. Nee. Nimm mit dir. Ich komm schon klar. Ich hab schon Schlimmeres überstanden. Nördlich vom Three Finger Jack. Nein. Usa wird es niemals ohne mich schaffen. Ich will den zurück. Kommst du? Netter Anfang, Digga. Stimmung passt schon mal. Oh nein, zwei Jahre später.
Naja, schauen wir mal. 2 Jahre später bin ich normalerweise nicht so der Freund von. Aber schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Darf ich ran? Jana! Und Rainer! Leon, du Huren! Verpiss dich, du Wichser! Mama hat er. Oh! Was ist denn das für ein lahmes Moped? Kleine Abkürzung! Jalla! Rein an Olga! Digga, ich bin so lahmarschig! Ich hab die erste Mission gleich verkackt. Was ist denn das für eine lahme Krücke? Oh nein! Trigger Stops! Trigger Stops am Controller, der leckt mich am Arsch! Weiter geht's! Vom Game. Geil, Digga. Warte. Hier runter. Ah, lol. Die Spuren sind frisch. Ja. Wo hast du diesen Spurensuch-Scheiß gelernt, hä? Ich war mit meinem Alten auf Elchjagd, als ich klein war. Das war immer ein ewiges Fährtenlesen. Hier längs, Junge. Die Optik vom Spiel gefällt mir auf jeden Fall gut, Digga. Bis jetzt. Ey! Schieß doch! Schieß doch! Alles klar, Bruder? Ja, nur ein Streifschuss. Das Arschloch ist zu blöd zum... Der Klassiker. Ein Streifschuss. Mir geht's gut, Buser. Ja, ich seh's. Da ist Blut am Balken. Er muss da lang sein, zum Wasserfall. Ja, er verliert eine Menge Blut. Der kommt nicht weit. Na los. Ah, da ist er doch. Durchsuch ihn. Ausbluten. Das ist mal ein Abgang. Schön langsam.
Sehr schmerzhaft, aber das weißt du bestimmt. Sie hat noch geatmet, als wir sie fanden, du Arschloch. Ich wollte für sie keine Kugel verschwenden. Warte. Wo hast du die Drogen? Leo. Wenn du sagst. Naja, dann machen wir es schnell, versprochen. Ja, du wirst wohl nicht zu lange leiden müssen, Leon. Du hast ein kleines Problem, weißt du? Sie können dein Blut riechen. Sogar von da unten, wie es sich wohl anfühlt. Lebendig, gefressen zu werden. Er wird es rausfinden, leck mich. Mach's gut, Leon. Nein, wartet. Okay, nein, bitte. Ich hab's hier, nehmt. Wo? Der Friedhof. Auf dem alten Friedhof. Danke. Nein, du hast... Tu es. Lass mich nicht so zurück, Mann. Tu es. Tu es. Du verdammter Lügner. Tu es. Wir brauchen Beweis fürs Kopfgeld. Kommt gutes Feeling auf bis jetzt, finde ich. Jetzt habe ich hier ein bisschen mehr. Niemanden in Freaks. Nicht mal solche Arschlöcher wie Leon. Kommt ganz gutes Feeling auf. Schau links. Wieso, was ist links? Was meinst du links, Leo Vitassos? Achso, das sind Zombies. Warte. War ich noch nicht. Ich höre nur eins, aber ich sehe keins. Hier sind noch gar keine Zombies. Ach, da hinten. Der. Hier ist doch nicht mehr ein Zombie, Junge. Hat sich ja wieder mega gelohnt, runter zu gucken, Alter. Bebo Vitassos. Gerne mehr von solchen Tipps. Warum habe ich noch keine Wumme, das nervt? Hey, warte mal. Ich will dieses Camp durchsuchen. Vielleicht finde ich was für die Wunde. Hey. Achso, habe ich schon aufgehoben. Ah, okay. Noch nicht freigeschaltet. Okay, alles klar. Ja, was ist denn jetzt hier los? Ich hab das doch jetzt schon gedrückt. Ich hab das L1-Lebensrad schon gedrückt! Digga! Wie? Ja, komm, dann scheiß drauf, Digga. Piss dich, Junge! Achso, ich muss auf Verband oder was? Wo ist denn der Scheißverband? Ah! Ah! Okay. Okay. So, ja, das sollte reichen. Okay. Ich schätze, ich will den Armbrüll erstmal nicht verlieren. Gut, mein Fehler. Jawohl, endlich können wir auch sprinten. Nice. Ich dachte, wir gehen heute mal auf die Jagd. Halt die Schnauze, Robin, Alter. Nicht, wenn es wie aus Eimern schüttet. Oh Mann, wir brauchen die Camp-Punkte für neue Vorräte. Ja, okay. Aber nicht wieder die ganze Nacht. Scheiße, ich muss fitter werden. Na. Ich schau mal, ob wir was von Leons Bike verwerten können. Nein, verdammt. Was? Spät alle. Das ist wohl die Benzinleitung, oder hast du dich eingepisst? Pumpe. Ja, er hat meine Pumpe geschrottet. Können wir was aus seinem Bike holen? Na, vergiss es. Los, fahren wir nach O'Leary Mountain zurück. Wir suchen morgen früh ein paar Teile und holen dein Bike. Nein,
Ich habe eine bessere Idee. Wir können das auch gleich erledigen. Was? Crazy Willis ist nicht weit von hier. Lass uns einfach dahin. Was hast du vor? Wir wollten heute eh auf die Jagd gehen. Und warum dann nicht im Crazy Willis? Ja, okay. Let's go. Hey, was hat Leon dir gegeben? Vielleicht irgendeine Karte? Wenn wir mein Bike haben, fahren wir zum Friedhof und sehen uns mal um. Ja, okay. So, morgen holen wir die Drogen, bringen sie zu Tucker und kassieren Leons Kopfgeld. Und dann ab nach Norden. Grafik gefällt mir schon, aber ich würde jetzt gerne ein bisschen knallen. Mir egal, ich glaube, es tut uns gut, hier wegzukommen. Warte, da blockiert etwas die Straße. Vorsicht, ich habe so eine Falle neulich schon mal gesehen. Ein paar Ripper blockierten die Straße mit einem Truck. Los, hilf mir schieben. Schieb! Doch. Sterben! Wir sind da, Dicker! Du meinst, du gewinnst? Oh. Oh, oh, jetzt wär's interessant. Jetzt wär's interessant. Jetzt wär's interessant, Digga. Mach schon. Wir haben es fast. Kann ich... Eieieiei. Ich guck nochmal, ob die hier irgendwas hatten. Jetzt wird's interessant. Abgestochen, die Schweine. Ah, wir sind fast beim alten Nero-Kontrollpunkt. Wir sind fast da. Stich in der Hut, ja. Gib mir die Schrotflinte. Ich geh vor. Dieser Kontrollpunkt war wohl ein ganz guter Schutz für sie. Ja, das hat ihnen echt geholfen. Da sterbe ich lieber bei den scheiß Pionieren. Ja. Warum kann ich jetzt nicht sprinten? Sieh dir an. Was für eine Bande von dämlichen Arschlöchern. Okay. Was dachten sie denn? Hey, Mr. Fett, können wir bitte hier warten, bis eine Horde kommt und uns... Kommt sowieso lang, Zombie, Digga. Beschissener Tod, in so einem Loch in der Falle zu sitzen. Kommt sowieso lang, eins ist ja wohl klar. Siehst du das? Scheiße! Da! Los, weiter! Warte mal, wie viele Molotovs hast du noch da? Das machen wir auf dem Rückweg, lass es! Lass es. Ach. Scheiße, Mann, du hoffst, dass jemand da ist. Und so ist es wohl. Das ist schon geil, das Game, Digga, bis jetzt. Ich glaube, er ist tot. Denk an meine Flinte. Weiter geht's. Willst du wieder da hoch? Wovon redest du? Verdammt, ich will nichts sagen. Ist nur so, wenn du da steckst, um hinzufahren. Wie bin ich denn?
Es ist nicht deine Schuld. Hör auf. Hey! Warum hat er nicht die Schrotflinte da? Achso, okay. Ich würde aber auch mal gerne wissen, ob ich Stiche in der Haut geben kann. Ob ich einfach ein paar Stiche verteilen kann. Wie kann ich das jetzt auch? Ah. Ah, okay, alles klar, BVB-Taste ist, danke. Versuch von der anderen Seite den Weg frei zu machen. Alles klar, leuchte einfach mit dem Scheinwerfer in die Richtung und warn mich, wenn du was siehst. Das ist ja auch, also das mag ich auch, das Feeling. Looten, durch die Gegend laufen, das finde ich schon gut. Das war nicht geplant, verdammte Scheiße! Wie weiche ich den scheiß Gegner nochmal aus? Mit R1, okay. Ich hab nichts zum Heilen. Ey! Was ist das denn jetzt hier? Ich muss erstmal mich an die ganzen Knöpfe gewöhnen. Einer hatte mir gerade reingeschrieben, ein Polizeiauto ist immer Munition. Danke für den Tipp. Kommen auch echt alte Gefühle hoch. Auto knacken und so. Noch ein Nest. Ja, man riecht's. Wie viele Molotows hast du noch? Das war gerade der letzte. Haben wir noch Zeug, um welche zu machen? Ja, ja. Hä? Ach so. Ich muss da machen, gut. Das haben wir gleich. Wie mit R. Mit R kannst du die medizinische Kette erweitern. Achso. Ja, aber geht nicht. Ah. Das sollte genügen. Thank you.
Okay, eine Sekunde. Ich habe darüber nachgedacht, über das nach Norden fahren. Ich meine ja, du musst von hier weg, den Kopf freikriegen, ja? Morgen früh, lass uns die Beute abliefern und losfahren. Ja, yeah, Bruder, das höre ich gern. Sieht geil aus, ja? Shit. Krisha mit 3 Euro dabei, danke, Digga. Vor. Und es wird nicht gut gehen. Du fährst einfach durch. Ziehst möglichst viele auf dich. Und ich gehe einfach hinten rum, den Hügel runter zur Garage. Scheiße. Ich brauche nicht lang. Gib mir ein paar Minuten. Ich hol das Teil, du kommst zurück, wir hauen ab. Nachdem ich ein paar von denen umgelegt habe. Du willst wohl unbedingt draufgehen. Wie gesagt, heute noch nicht. Na los, ihr verdammten Fixer! Wo wollte ich jetzt längs? Verdammte Krabbler. Los, verpisst euch, ihr kleinen Scheißer. Ich glaube, looten ist, könnte schon ziemlich wichtig sein in dem Spiel, ne? Lieber Last of Us, ja, hab ich mir schon fast gedacht, Digga. Und wahrscheinlich muss man auch immer selbstständig nochmal schauen, ob man Sachen herstellen kann, oder? Was ist das denn jetzt? Was macht er da? Gott, Digga. RIP schon, jetzt schon. Rip, 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 rip. Wie geht's, Bruder? Bist du fertig? Noch nicht. Oh ja, du Hurensohn. Dann leg den Zahn zu. Ich bin an ein paar von diesen Dingern vorbeigefahren, die Teile, die die Ripper bauen. Segel. Ja, das heißt, dass sie hier irgendwo sind. Ja, komm her hier. Ich hab da so ein Gefühl. Oh, so viele sind gestorben. Hey! Stech dich ab, du Arschloch. Hey, er lebt da noch. Komm her, du One.
Oh. Das ist doch noch ein. Shady, danke für 1100 Bits, Diggi. Empfindlichkeit ist so gewöhnungsbedürftig. Soll ich nicht hier aufs Dach rauf? Oder bin ich jetzt... Er meint doch irgendwas von Dach. Danny besuchen, ja. Ah ja, okay, jetzt habe ich's. Von hier können wir so aufs Dach, oder? Ja. Wollen wir Stress oder was? Komm mal her hier. Komm mal her, Ding, Junge, komm mal her hier. Super Scheiße. Das hätte ich noch geiler gefunden, hätte man den auch die Köpfe wegschießen können. Das hätte ich noch besser gefunden. Weil dann wäre es so ein richtiges Gemetzel und nicht so ein, dann in Anführungszeichen so ein halbes, wisst ihr, wie ich meine? War ich hier drin schon? Ich weiß nicht. Nee, war ich noch nicht. Auf Ehrenbuddha-Basis. Was haben wir hier? Ein Zettel oder was? Nehmen wir mit den Schinken. Hm? Was soll das? Okay. So, Molotow. Spezialwaffe. So, schau mal. Mhm. So. Ich glaube, jetzt haben wir ja alles drin. Ne? Ja. So, müssen wir nochmal zurück zum Dach und übers Dach aufs andere Gebäude klettern. Muss, achso, hier muss. Okay. So wie es scheint, muss ich nochmal ins andere Gebäude rein. Hier war ich doch schon drin, oder nicht? Ja, hier war ich ja schon mal drin, glaube ich. Also ich muss wieder zurück. Kann ich hier rüber? Na, piss dich, Junge, kann ich nicht. Von der Benzinpumpe sein. Ah, okay. Perfekt. Mit die Scheiße. Ah. Perfekt. Usa, bist du da? Ich hab das Teil. Ich gehe jetzt zum Highway. Scheiße!
Bruce? Bruce, man? Na, verdammt. Jetzt geht's los hier. Halt durch, Bruce, man. Ich komme. Wo ist er denn da hinten? Ist er? Oh, Scheiße. Ripper. Verdammt, Bruce, wo bist du? Ich höre sie. Aua. Diese Tattoos sind tote Symbole eines toten Mannes. Tote Symbole der Verirrten. Runter von mir. Ihr scheiß Arschlöcher. Du musst hinabsteigen, Bikermann. Denn du bist verirrt und wir gefunden. Das tut weh. Wir zeigen ihn dir. Das tut weh. Aua! Aua! Zeig dich, du kleine Kachbar. Hey. Hey. Digga, wie viel schluckst du denn, Alter? Okay. Ja, ja, easy. Gar kein Problem. Komm mal her, hier. Hey. Oh, Digga, die Zombie-Horde da oben. Die kamen ganz plötzlich. Okay. Mein Arm. Nicht hinsehen. Mein scheiß Arm. Im Ernst. Nicht hinsehen. Nicht hinsehen. Los, steig auf. Scheiße. Los, los. Okay ist. Vergiss es. Da wartet ein Bett auf mich. Okay, alles beim Alten hier. Es gibt ja auch nicht viel zu klauen. Werd mich wohl noch mal vorstellen. Oh Gott sei Dank. Ich gehe raus und hol mein Bike. Ich suche was für deinen Arm. Kommst du klar? Ja. Gut. Ich sehe beim Nero-Kontrollpunkt nach. Die haben bestimmt Verbandszeug oder Schmerzmittel. Lass mein Bike nicht da. Nein, 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 ich werde zu Fuß gehen, solange es draußen noch hell ist. Hey, ich habe Munition, wenn du was brauchst. In der Truhe. Die Grafik und die Optik. Danke. Hey, lass meine Flinte hier. Boozer. Also gut. Nimm sie. Danke, Mann. Ich fühle mich ohne sie so nackt. Für PS4 ist die Grafik auf jeden Fall nice. Und ich finde, und das ist ganz wichtig, es kommen Emotionen. Oh lol. Das ist jetzt die Frage. Ja, wir nehmen eine Armbrust. Und zwar die. Ich finde, das ist ganz wichtig.
Ich finde, das ist... Es ist sehr, sehr wichtig, dass Emotion und Feeling bei dem Spiel hochkommen. Moin OCB, Digga. Das finde ich ist sehr, sehr wichtig und das ist bis jetzt geschehen und ja, das ist kann ich nicht rüberklettern. Das ist schon wichtig, Digga. Schon wichtig. Ich weiß jetzt nicht, ob es so von Emotionen rankommt an wie so ein... Dein Arm wird eben nicht wieder. Scheißdreck. Ich muss was für seinen Arm finden. Ich weiß nicht, ob so ein Spiel an Dings rankommt. An sowas wie The Last of Us. Das ist natürlich schwierig einzuschätzen. Aber so das erste Feedback, und ich spiele es jetzt, weiß nicht wie lange, halbe Stunde, nicht mal. Macht auf jeden Fall erstmal einen guten Eindruck. Ich gucke jetzt natürlich erstmal die Gegend mir hier an, ob wir hier noch was finden, was uns hilfreich sein könnte. Auf keinen Fall, never. Wie gesagt, das ist jetzt nur, ich denke mal, man kann eigentlich jedes Story-Game... Oder jeder, der mal The Last of Us gezockt hat, wird die anderen Story-Games damit vergleichen von den Emotionen. Weil The Last of Us war einfach Non-Plus-Ultra, was Story angeht, für mich bis jetzt. Ah, ich kann gedrückt... Ah, okay, ich kann gedrückt halten. Ah, okay. Um zu sehen, was hier noch liegt. Nice, das wusste ich auch noch nicht. Achso, das hatten wir eben schon. So, let's go. Moped. Ich nehme nicht Boozers Bike. Ich muss meins holen, bevor es dunkel wird. Ah, oh, da muss ich jetzt hinlaufen. Ja, Prost Mahlzeit, Digga. Teufel. Boozer, bist du wach? Ja, Dick. Was gibt's? Ich hab da gerade jemanden ums Versteck schleichen sehen. Was zum Henker? Was hat er vor? Keine Ahnung. Ich werde ihm folgen. Mal sehen, ob da noch mehr sind. Wie gesagt... Ich würde ihn gerne abknallen. Scheiß auf Copeland. Ich mach das nicht für ihn. Dicken Ende. Ah, oh, okay. Danke, BVB Tassos. Ist mir ein bisschen viel jetzt, ehrlich gesagt. Ist mir ehrlich gesagt ein bisschen viel, was ich da jetzt lernen kann, soll. Wo war jetzt nochmal das scheiß Fernglas da? Irgendwas gefunden? Ich hatte recht, die Drifter von letztens. Zwei auf dem Bike, die haben ein Versteck, die Straße hoch. Ja? Oh Mann. Ein schön dickes Ding. Hat Wachturm mit Zaun und allem. Genau richtig für uns. Klingt eigentlich ganz gut. Ich würde sagen, wenn es dunkel wird, leben die Scheißkerle um. Ja, die werden Waffen haben. Eine von euch sah ziemlich mit dir aus. Wir packen das. Ja, scheiß auf euch.
was gehört? Kann ich die Pfeile wieder einsammeln, Livestream-Chat? Ich werde safe noch einer einmal rumdümpeln. Ah ja. Hä? Wie konnte er nicht treffen? Bitte schön nicht treffen, Junge. Oder hat er getroffen? Verdammt! Wo steckt der? Tussi oder was? Oh, die will ich mir jetzt auch fortknöpfen. Ah ja, da ist sie doch. Genau dich weg, genauso. Hallo, guck mal her hier. Oha. Oha. Geil, Digga, wie das geknallt hat. Arschlöcher, verpisst euch vom O'Leary Mountain. Das hat richtig geil geknallt. Ich habe ihr Camp gefunden. Nur ein paar Drifter, die bei uns einziehen wollten. Wie gesagt, es wird Zeit, darüber nachzudenken, nach Norden abzuhauen. Kümmern wir uns erstmal um deinen Arm und dann um die Reisepläne. Ich gehe jetzt zu meinem Bike. Dicken Ende. Das brauchst du nicht mehr. So. Mods, reißt euch zusammen. Oh. Ach, verdammte Freaker. Eine Pflanze muss ich aufsammeln. Okay, BVB-Tastos, danke für den Tipp. Und die kann ich wahrscheinlich am besten so finden, wenn sie hier wäre. Ah ja, da, die Pflanze wahrscheinlich dann, ne? Um Pfeile herzustellen. Oder was? Ah ja, okay, die ist es. Oh ne, Bruder, mach einen Abgang. Ja, schade, dass es hier, also es ist eine Kleinigkeit, aber schade, dass man jetzt hier nicht hochklettern kann, so ein bisschen noch. Klar, ich muss in eine andere Richtung, aber gut. Egal. Oh, verdammter Regen. Mal sind es die Freaks und dann dieser verdammte Regen. Wieso regnet es andauernd? Wo zum Teufel bin ich? Ich müsste bald da sein. Keine Ahnung, BVB ist mir auch scheißegal, ehrlich gesagt. Bin ja gerade in meinem CBD-Story-Game-Flash. Warum kann ich jetzt hier nicht rüber klettern? Nein, ich will da, Digga.
Okay, egal. Hey, wie war nochmal der Angriff? Ah, hier. Ich muss zu meinem Bike. Ich bin fast da. Nicht mehr weit sein. Oh, komm schon, Baby, wo zum Teufel steckst du? Hier war's. Genau hier haben wir es abgestellt. Verstell dir die Pfeile. Achso, dann mach ich sofort. Wo geht denn das? Ah. Das ist schlecht, mein Junge. Das ist schlecht. Fuck! Verdammt, Copeland! Hey, du bist aus Copelands Camp! Zum Teufel ist mein Bike! Hey, stopp! Halt, verdammt! Ich hab dein Bike nicht, Mann. Ehrlich. Ich bring dich nicht um! Halt an! Verdammte Scheiße! Du musst Copeland fragen. What? Hey, ich will nur mein Bike! Oh Gott, verdammt, Doc. Jetzt werde ich dich umbringen. Oh, hey, Luan. Bist du da? Ja, Dick. Hast du dein Bike? Knall dich einfach ab. Nein, Copelands Männer waren vor mir da. Ich geh zu... Ich kann nicht auf ihn schießen, Alter. Was ist das? Na komm, den nehmen wir aber noch mit hier. Hey! Wahrscheinlich nehmen wir den noch mit. Ah, da ist der Baseballschläger. Den wollte ich einmal testen kurz. Lass mich erstmal an die ganzen Knöpfe gewöhnen hier, Digga. So, das war's komplett. So, yalla. Heute noch. Wie viele stehen denn da bitte schön? Und warum wäre ich jetzt nicht abgeknallt? Irgend so ein Wichser hat mein Bike geklaut. Ah. Davon weiß ich nichts. Da musst du mit Jenny reden. Okay. Ja, zu dem will ich gerade. Wie viel gibt es an Heilung? 50% immer oder was? Gesehen. Oder war zu beschäftigt. Voll drin. Irgendwo muss das Futter herkommen. Ja, das Camperleben. Ja, Camperleben. Der Beruf des Mechanikers erfordert innere Ruhe. Arbeiten Sie mit leerem Magen für die Konzentration. Manny, ich suche ein Bike. Ach ja? Oh, wo, wo, wo. Du, das hier lieber nicht. Warum nicht? Ja, das kommt frisch vom Laster. Ich meine, irgendein Penner hat es im Regen stehen lassen. Total verrostet. Und es wurde hart rangenommen. Der Vollidiot wusste nichts über Bikes. Ist das so? Ja, so ist es. Zum Teufel mit dem Ding. Ich meine, wir haben es gerade zerlegt. Er hatte nicht mal eine Benzinpumpe. Die hätten wir gebraucht. Oh Mann, eine Benzinpumpe. So eine? Okay. So eine, Manny. Okay, okay. Als ich Idiot gesagt habe, meinte ich, die Idioten, die das Bike herbrachten, die haben das Teil nicht richtig fixiert und es da hinten, ja, rumklappern lassen und... Dick, lass uns reden. Sie
aus, als hättet ihr Ärger gehabt. Ein Angriff gestern Abend. Wieder Ripper. Das war schon das zweite Mal. Manche sagen, die suchen dich und Boozer. Da draußen wird immer viel Bullshit erzählt. Reicht euch der See nicht? Wie alles andere auch. Optik vom Game, ich muss sagen, gefällt mir. Die Atmosphäre, die Liebe zum Detail, so Kleinigkeiten, ist schon cool. Als Kind war ich hier immer mit meinem Vater auf der Jagd. Wir bauten Hochstände, legten Salzlecksteine darunter aus und schossen das Wild. Manchen Wintern hatten wir mehr Fleisch, als wir essen konnten. Ich glaube nicht, dass das legal war, das Ködern mit Salz damals. Für Dad gab's nur ein Gesetz, die Verfassung der Vereinigten Staaten. Wenn er uns jetzt sehen könnte. Amerika, das Land der Freiheit. So ist es. Ich habe Leon getroffen. Ja? Hat mir was vorbeigebracht. Ist das so? Den Leuten hier geht's beschissen, Dick. Oh, Leon. Zack sagt, er sei abgehauen. Der ist weg. Hör zu. Finde sein Versteck und bring alles zu mir. Zu mir, Dick. Und danach, tja, dann tun wir was für dich. Das Bike, das deine Männer gestohlen und zerlegt haben. Altmetall, Dick. Altmetall. Alles klar. Ich versuch's mir zu merken. Das ist ja fast Erpressung, oder? Nein, die hier. Fass mich bloß. Ganz langsam. Leon hatte so eine Mütze. Komm, ich schwöre. Stopp. Du willst hier Geschäfte machen? Dann musst du für mich arbeiten. Oh, Scheiße. Okay, jetzt bin ich eh schon hier. Was hast du? Also, geht doch. Eine Gruppe Drifter plündert meine Vorratslieferung. Jetzt sind sie im Funkturm westlich vom O'Leary Mountain. Ist das nicht deine Gegend? Nein, ist sie nicht, aber ich kümmere mich drum. Das dachte ich mir. Okay. Und wir machen alles für unseren Homie, ne? Das ist ja klar. Wir machen alles für unseren Homie. Und wollen jetzt unseren Homie retten, Digga. Und dafür müssen wir erstmal, um unser Bike wieder zu bekommen, müssen wir erstmal für ihn einen Auftrag machen. Und in dem Fall wird es bei dem Auftrag um Töten gehen. Sag mal, ja, was hast du denn da? Pissig. Hey, wie du meinst. Achso, das hatten wir vorhin schon. Da können wir uns nichts Neues holen. Nee. Vorräte. Okay, wir können Munition kaufen. Aber wir haben viel zu wenig. Da geben wir jetzt noch kein Geld aus. Dick, Dick! Warte. Du sollst wissen, dass es mir leid tut. Ich wusste es nicht, ich schwör's. Weißt du überhaupt, wie viel Arbeit ich in dieses Bike gesteckt habe? Das war ein Drifter-Bike, Manny. Ich weiß. Ich werd's wieder gut machen, ich schwör's. Ich hab ein neues gebaut. Die Drecksmühle nennst du ein Bike? Ich weiß, es ist nicht. Ich werde mich nach Teilen umsehen.
Ich mach dir was klar. Ich schwör's. Okay, und was ist mit meinem Spezialtank, Manny? Weißt du, der, den mir meine verstorbene Frau geschenkt hat? Findest du den auch? Mann, Dick, tut mir leid. Geh mir einfach aus dem Weg. Okay. So, Mr. Danny hat hier 2 Euro donated. Dankeschön, Digga. Mr. Creative mit 300 Bits dabei. Baumhaus mit 1000 Bits. Philipp mit 10 Euro dabei. Shady mit 1000 Bits. Desert Team mit 10 Euro. Danke euch, Jungs. Punch mit 10 Euro dabei, ich danke dir. Gamers Live mit 12,88 Euro dabei. Slammer mit 5 Euro dabei. Ich danke euch schon mal. So. Fortfahren. Hör zu, Manny, es ist erledigt. Moment, ich mach schon. Scheiße, das ist doch ein gottverdammtes Bike. Bist du da? Ja, Dick. Wie geht's dir? Was macht der Arm? Super, da. Wie gesagt, wird schon. Okay, ich will trotzdem noch zum Nero-Kontrollpunkt da sterile Verbände holen, eine Salbe oder so. Ja, klar. Mach nur. Ich geh dann raus und sichere den Berg. Bruder, nein, nein, du hast Verbrennungen dritten Grades. Face, danke schön, okay? Digga. Ich komme so schnell ich kann. Ich glaube. Voilà. So, jetzt aber. Ich glaube, ich könnte was gegen die Schmerzen gebrauchen. Ja, ja, klar. Ich werde sehen, was ich finde. Ich. Ich finde schon was. Das ist der. Der Nero Kontrollpunkt. Oh, 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 oh. Kann ich eigentlich aber auch so platt machen. Roll dich, du Arschloch. Hey, nein, ich mache es immer verkehrt, Digga. Ich muss noch mit der Steuerung klarkommen. Mich dran gewöhnen. Die stecken ganz schön viel ein, muss man mal sagen. Oh oh, mein Fehler. Oh oh, oh oh. Wir werden noch nicht an der Stelle tot gehen. Warte mal, wie kann ich jetzt... Ah, gut. Ey, du kleiner Wichser. Stiche. Ey, ihr seid aber ganz schön hartnäckig. Das muss man mal. Und man kann sich nicht rollen, wenn man keine Ausdauer hat. Das ist natürlich auch nicht so geil. Ey! Du sollst die Pistole nehmen, du Idiotensohn, Alter. Oh, 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 nein, 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 Bruder, nein, ich nicht sterben, nicht in diesem Stream. Jetzt hier, du Arschloch, ich geb dir Stiche in dir. So, und zack, und, oh mein Gott, Digga, die machen ja, wie viel Heal-Stuff ich hier schon wieder verbraucht habe, Alter. Oh Mann, Alter, die schlucken aber auf. Oder muss ich aber ganz dringend los. Oh, ich hab nichts mehr zum Healen, Alter. Huch. Wollen wir da nochmal Schüsse raushauen? Digga,
Der ist ja absolut hartnäckig. Oh mein Gott, wie ein junger Gott, Bruder. Was los? Mit wem willst du ficken? Kappa. Der Allerechte hier, so ein Ding ist das. So, hab nichts mehr zum Healen. Absolut lost, der Junge. So, jetzt sieht die Welt doch schon mal besser aus. 5 Medkits benutzt? Ne, das war ein Anzeigebug. Nicht aufzukriegen. Pissig. Nicht aufzukriegen. Hab ich mir schon fast gedacht. Nicht aufzukriegen. Ja. BVB Tassos, warum spoilerst du mich? Ich gebe dir gleich ein Timeout, Digga. Das finde ich echt unkorrekt. Ja, das heißt Spoiler, aber du gibst mir Tipps, Digga. Das, also klar, Spieletipps okay, aber nicht Tipps, was die Story... weil jetzt weiß ich ja, was ich zu tun habe. Das muss ich selber rausfinden, Bruder. Dann verreckt du... Ja, okay, BVB Tassos, ganz ehrlich, Digga. Ganz ehrlich, man merkt halt einfach, dass du zu viel mit Media abhängst, Siggi. So ein Ding ist das. Man merkt es einfach, Digga. Ich hänge nur mit Medis Mom rum. Dazu äußere ich mich mal überhaupt nicht, Digi. Ja. Na los, du Scheißding, spreng schon an. Ich brauche Benzin. Ich hab doch Benzin. Ich hab doch Benzin eben aufgehoben, oder nicht? Oder war es keine... Ja, egal. Oh ne, falscher Weg. Benzinkanister, ja, den ich trage, okay, ja. Nur den einen muss ich kaputt machen, oder was? Oder ich muss mal kurz gucken, ob ich... Ne, ich muss noch mehr kaputt machen, okay. Wie ist das Game? Ja, das wollen viele von mir wissen, aber Digga, ich spiel's jetzt ja gerade mal ungefähr ein Stündchen. Aber bis jetzt ist der Eindruck positiv. Sagen wir es mal so, bis jetzt ist der Eindruck positiv. Nein, das wollen wir jetzt nicht. Die Frage ist... Ah, hier ist noch. Ja, perfekt. Das Stuhlbein. Boah, ich würde fast sagen, die Machete ist besser. Oder Livestream-Chat?
gutes Timing. Das war's. Jalla, mach an die Möhre. Ja. Sterile Verbände. Wo bewahren Sie die bloß auf? Ja, sterile Verbände. Korrekt. Genau das, was ich brauche. Jetzt muss ich das nur noch zurück zu Busa bringen. Oh, Ehrenmann. Hallo? Was ist das? Nero-Kram. Hm. Sieht aus wie ein Injektor oder so. Hm. Warum eigentlich nicht? Ich würde sagen, Viereck, Gesundheit erhöhen. Musste eh zur Grippeimpfung. Keine Ahnung. Scheiß drauf. Wie du das so schön sagst. Er macht einfach ein Nickerchen, Alter. Einfach mal ein Nickerchen gemacht. Ah ja, okay, das ist schon, jetzt ist tagsüber, okay. Und schon wieder bereit. Toll. Unsere Einheit ist bereit zum Abzug. Ich habe gerade erst. Das haben wir ja. Zeitverschwendung. Hunderte Infizierte strömen bei Farewell über den Highway. Die hält niemand mehr auf. Die Kontrollpunkte fallen. Wir weg! Wir ziehen ab! Okay, ich komme. Rückzug! Nein! Halt! Nein, die haben doch nichts getan! Du hättest mit deinen Freunden abhauen sollen. Willkommen in meiner... Also mir gefällt das Loot-System. Diese Kleinigkeiten, wofür du dann belohnt wirst. Das finde ich schon sehr gut. Looten in dem Spiel, wenn es gut gemacht ist, ist extrem wichtig. Wenn es scheiße gemacht ist, macht es natürlich auch keinen Spaß. Das ist klar, Digga. Komm her, du Arschloch. Die Viecher eigentlich auch. Manchmal kann man die durchsuchen, manchmal nicht, ne? Oder? Ich glaube, das war es jetzt aber auch hier. Auf zum Moped. Ich finde das Element mit dem Motorrad auch einfach geil, Digga. Busa, bist du da? Ich meine, wer fährt nicht gerne Motorrad, ne? Antworte mir! Er meldet sich nicht. Wo steckt er nur? St. John, hier spricht Cope. Wenn du am Turm bist, meine Frequenz wurde abgeschaltet. Bring's in Ordnung, ich zahle dafür. Also diese Männer, kennst du die? Den Saftanzug klingt ziemlich persönlich. Verdammt, ja, es ist persönlich. Sie gehörten zum Camp, aber die Regeln passten ihnen wohl nicht. Nicht stehlen, nicht morden. Das ging ihnen wie mir. Sie hatten einfach genug von deinem paranoiden Schwachsinn. St. John Ende. Lol. Junge. Komm her hier, du Arschloch. Hey. Alter, der macht ja ernst. Jetzt ein schlechtes Gewissen, Digga.
Du Mörder, ja. So. Auf jeden Fall, Alter. Bruder, wo bist du? Hey, Boozer. Ich hab da so ein Zeug für dich. Locker ohnmächtig oder so. Er denkt, er wäre tot. Aber er ist nicht tot. Er ist nicht tot. Ist ja sein bester Homie. Hey. Ja. Wow, wow, wow. Oh, shit. Scheiße, Dick. Fast hätte ich dich umgeballert. Lass mich, mal den Arm ansehen, ja? Nein. Oh nein. Mal den Arm schon ansehen. Alles ja, gut. Hey, Dick. Danke, Mann. Das wird schon, okay? Das wird wieder. Aber gefällt mir gut. Es kommen Emotionen rüber. Also, weiß ich, also ich persönlich gerade, ich fühle diese Männerfreundschaft zwischen den beiden einfach, Noromo. Ich fühle das einfach zwischen den beiden, ne? Also, ja, Erwartungen wurden erfüllt. Und ich glaube, wir haben noch nicht mal, also wir sind jetzt gerade mal irgendwie am Fuße des Berges. Ich glaube, es wird noch viel, viel heftiger, Digga. Das glaube ich halt einfach, ne? Ich glaube, es wird noch viel, viel heftiger. Ist ja jetzt gerade erstmal der Anfang.